Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie zu dieser Parallelsession mit dem Thema Chemotherapie mehr Nutzen als Schaden. In der nächsten halben Stunde werden wir darüber nachdenken, ist die Angst vor Chemotherapie, die vielerorts herrscht, gerechtfertigt? Warum hat man Angst vor Chemotherapie? Weil man Angst hat, dass sie Schaden mit sich bringt. Chemotherapie kann Schaden mit sich bringen, sie bringt aber auch Nutzen mit sich. Diese beiden Wörter, Nutzen und Schaden, kann man im Zusammenhang mit Chemotherapie auch anders nennen, nämlich von der Nutzenseite her geht es um die Wirkung der Chemotherapie und vom Schaden, den Chemotherapie mit sich bringen kann, geht es um die Nebenwirkungen, die Chemotherapie verursachen kann. Und diese beiden Elemente, Wirkung und Nebenwirkung, werden wir nun genauer anschauen. Um Chemotherapie verstehen zu können, muss man sich zuerst ein Bild machen, was ist Krebs überhaupt, wie ist er aufgebaut. Wenn wir das angeschaut haben, werden wir zusammen anschauen, was ist Chemotherapie und wie wirkt sie. Dann werden wir im nächsten Schritt die möglichen Nebenwirkungen von Chemotherapie anschauen und im letzten Schritt den möglichen Nutzen von Chemotherapie bewerten und am Schluss eine Abwägung vornehmen. Beginnen wir mit Was ist Krebs? Krebs ist eine unkontrollierte, krankhafte Zellteilung. Zellteilung benötigen wir, damit unsere Gewebe gesund erhalten bleiben. Ich habe hier ein Bild mitgebracht. Um was geht es bei Geweben? Wir sehen hier am Beispiel des Magens, dass, wenn wir den Magen aufschneiden, dass hier die Magenwand liegt. An der Magenwand, wenn man sie unter dem Mikroskop anschaut, sieht man, dass sie aus verschiedenen Schichten besteht. Jede Schicht besteht aus einer Einheit von Zellen, die ähnlich aussehen. Und solche eine Zelleinheit, hier zum Beispiel das Epithelgewebe oder hier das Bindegewebe oder das umgebende Muskelgewebe, das sind die Gewebe. Und jede dieser Zellen braucht Erneuerung, damit das Organ gesund bleibt. In der Zellteilung, da können Fehler geschehen. Und diese Fehler geschehen dann, wenn eine Zelle durch genetische Veränderungen Kontrollmechanismen nicht mehr besitzt, die sie benötigt, um korrekt geteilt zu werden. Wie sieht das aus? Wir sehen hier normale Zellteilung, wie sie nötig ist, um die Gewebe gesund zu halten. Eine Zelle teilt sich in zwei identische Tochterzellen auf und diese wiederum in Enkelzellen und so weiter. Alle haben das gleiche Erbmaterial, alle haben die gleiche Erscheinung und alle haben die gleiche Funktion. Jetzt kann es aber einen Fehler geben bei der Zellteilung, dass das genetische Material verändert wird. Dann erscheint die Zelle anders und kann auch die Funktion so nicht mehr wahrnehmen. Normalerweise erkennt eine Zelle, dass ein solcher Fehler passiert ist und sie geht dann in den programmierten Zelltod und richtet keinen Schaden an. Es kann aber manchmal sein, dass dieser Fehler nicht erkannt wird, dann vermehrt sich diese Zelle, die entartet ist und durch relativ rasche Zellteilung kann sie zusätzliche Fehler erwerben, die zu einer ungehemmten Vermehrung führen und dann zusätzliche Mutationen auch dazu führen, dass diese Zellen sich aus dem Verband, aus dem Gewebe lösen können und Ableger bilden können. In weiteren Schritten können Krebszellen folgende Eigenschaften erwerben. Sie können Gewebegrenzen durchwachsen oder eben es können sich Zellen ablösen und Zellgruppen ablösen, die über die Blut- oder Lymphbahnen verschleppt werden, was dann zu Metastasen führt. Ich habe auch hier ein Bild mitgebracht. Wir sehen im obersten Bild grün die entarteten Zellen. Diese entarteten Zellen können infiltrativ wachsen. Infiltrativ heißt in das umgebende Gewebe eindringend. Wir sehen, dass das hier passiert. Normalerweise respektieren Gewebe die Grenzen, die ihr Gewebe aufweist. Und Krebszellen respektieren diese Grenzen nicht. Sie wachsen über Gewebegrenzen hinweg.
Ist es über die Gewebegrenzen hinweg wachsend, ist destruktiv, das heißt zerstörerisch. Umgebende Gewebe können zerstört werden und das kann Beschwerden auslösen, das sehen wir nachher. In einem dritten Schritt können diese Zellen einen Anschluss an das Gefäßsystem erwerben, wie wir es hier im untersten Bild sehen. Mit dem Blutstrom können diese Zellen dann im Körper verteilt werden, verlassen die Blutgefäße wieder und siedeln sich ab und bilden Metastasen. Das kann in verschiedenen Organen geschehen, sei das Knochen, Leber, Lunge oder Hirn. Wenn ein Tumor infiltrativ wächst, das heißt die Gewebegrenzen nicht mehr respektiert, kann dies zu Funktionsstörungen führen oder auch zu Schmerzen. Wenn ein Tumor Ableger bildet, ist das, was schlussendlich zur Tumorkrankheit führt und auch schlussendlich zum Tod an einer Krebserkrankung. Ich habe hier Bilder mitgebracht von verschiedenen Formen von Metastasen. Wir sehen hier einen Krebs, der Knochenmetastasen gebildet hat. Auf der linken Seite sehen Sie ein gewöhnliches Röntgenbild und hier im Schaft dieses Oberschenkels sehen Sie eine Metastase, wo ein Tumor, eine Metastase infiltrativ gewachsen ist und Gewebe zerstört hat. Noch besser sehen wir diese Metastase auf dieser Skelettszintigraphie. Dieser Herd, den ich hier umfahre, entspricht diesem Herd. Und in der Skelettszintigraphie sieht man, dass auch in diesem Bereich eine Metastase vorliegt. Und wenn man das weiß, wo die sein muss, dann kann man sie auch nachvollziehen. Diese Patientin hat auch im Bereich von mehreren Wirbelkörpern und auch im Bereich des Beckens Metastasen. Hier sehen wir Lymphknotenmetastasen. Auf der linken Seite eine PET-CT-Untersuchung. Was hier gelb leuchtet, das ist ein befallener Lymphknoten in der linken Achselhöhle, entsprechend diesem Gebilde, plus ein befallener Lymphknoten neben der Luftröhre. Das ist dieser Herd hier. Auf der rechten Seite sehen wir eine MRI-Untersuchung eines Halses. Das ist der Hals, das sind die Lungen. Und was auffällt, sind hier diese runden Bezirke. Das sind Lymphknoten, die Metastasen aufweisen. Auf diesen Bildern sehen wir links eine Lungenröntgenaufnahme mit Lungenmetastasen. Das sind diese runden Veränderungen, die es mehrere hat. Auch hier hat es eine. Und auf der rechten Seite sehen wir ebenfalls ein Lungenröntgenbild, das einen sogenannten Pleuraerguss aufweist. Das ist Wasser zwischen dem Lungenfell und dem Brustfell. Das ist dieser weißliche Bezirk hier. Das spricht dafür, dass der Tumor das Lungenfell befallen hat und dort diese Flüssigkeit ausschwitzt. Hier sehen wir eine Computertomographie mit einem Querschnitt durch den Oberbauch. Zur Orientierung, hier sehen wir die Wirbelsäule. Diese weißen Striche hier, das sind Rippen und das ist die Leber. Und in der Leber haben wir hier zwei runde Bezirke, die Lebermetastasen entsprechen. Hier haben wir zwei MRI-Bilder eines Kopfs. Hier ein Querschnitt durch den Kopf mit der Mittellinie. Und das ist die eine Gehirnhälfte, das ist die andere Gehirnhälfte. Und was wir hier weißlich angefärbt haben, das sind Kontrastmittel angefärbte Hirnmetastasen. Hier haben wir das Bild der gleichen Patientin in einem Längsschnitt. Wir sehen hier das Großhirn, die linke Hälfte, die rechte Hälfte, hier das Kleinhirn und wieder weißlich angefärbt durch das Kontrastmittel sind mehrere Hirnmetastasen sichtbar. Soweit zur der Krankheit Krebs als solches. Zum Glück gibt es Möglichkeiten, um Krebserkrankungen zu behandeln. Es gibt einerseits die Chemotherapie, wo wir ausführlich darüber sprechen können werden. Es gibt aber auch eine ganze Reihe weiterer Therapiemöglichkeiten, Signalhemmer, Antikörper, Immuntherapien, Antihormontherapien, CT-Zelltransfer
Vakzinationen, das sind Impfungen gegen Tumoren und Antisense-Oligonukleotide. Von diesen Therapien sind die oberen im klinischen Einsatz, die unteren beiden werden weiterhin erforscht und warten noch auf den Einsatz im Alltag. Wir werden uns im Folgenden nun auf die Chemotherapie beschränken und da zuerst schauen, woher stammt Chemotherapie überhaupt, was ist der Ursprung, wie hat man es entdeckt, wie ist die Wirkungsweise von Chemotherapie, was sind die Nebenwirkungen, warum gibt man häufig mehrere Chemotherapiemedikamente und was sind die Behandlungsziele von Chemotherapie. Beginnen wir mit den Ursprüngen der Chemotherapie. Die Ursprünge der Chemotherapie sind im Ersten Weltkrieg zu suchen. Im Ersten Weltkrieg brauchten die Kriegsparteien Giftgase, um die gegnerischen Soldaten zu schädigen. Eines dieser Giftgase war Senfgas, so genannt wegen der gelben Farbe, die es hat, was wir hier im linken Bild sehen. Wenn Senfgas mit der Haut in Berührung gekommen ist, hat dies zu schwerer Blasenbildung wie eine Verätzung geführt. Und wenn es eingeatmet wurde, hat es die Lunge so geschädigt, dass der Sauerstoffaustausch unmöglich wurde. Da viele Soldaten im Ersten Weltkrieg diesen Giftgasangriffen zum Opfer fielen, wurde nach dem Ersten Weltkrieg geforscht, wie kann man Gegenmittel gegen diese Gase finden. Die USA hatten zwei berühmte Forscher, den Herrn Goodman und Gilman, angestellt, um ein solches Gegenmittel zu finden. Bei ihren Experimenten fiel diesen beiden Forschern auf, dass wenn sie ein leicht verändertes Molekül des Senfgases anwenden, wir sehen hier ein Senfgasmolekül in der chemischen Formel, und wenn dieses Schwefelmolekül verändert wird durch einen etwas größeren Seitenast, dann haben sie gemerkt, dass Lymphzellen besonders empfindlich auf diese Verbindung waren. Und wenn sie dieses Mittel bei Mäusen eingesetzt hatten, die einen Lymphdrüsenkrebs aufwiesen, dann verschwanden die Lymphdrüsentumore bei diesen Mäusen. Diese Mäuse lebten länger, wenn sie mit dieser Veränderung des Senfgases behandelt wurden, als andere Mäuse. Und diese beiden Forscher fragten sich dann, ja, wenn das bei Mäusen wirkt, wirkt das auch bei Menschen. Und das versuchten sie im Jahre 1942 bei diesem Patienten. Dieser Patient, JD genannt, war ein Patient, der eine Hodgkin-Erkrankung aufwies. Das ist eine Lymphdrüsenerkrankung, die unbehandelt zum Tode führt. Damals, im 1942, gab es kaum Behandlungsmöglichkeiten für diesen Tumor. Der Herr JD hatte bereits Operationen gehabt und auch Bestrahlungen. Und trotzdem wuchsen seine Lymphdrüsen, die befallenen Lymphdrüsen weiter. Wir sehen hier auf dem linken Bild im Bereich der linken Achsel ein Lymphdrüsenpaket, hier im Bereich der rechten Achsel ein riesiges Lymphdrüsenpaket. Was wir auf diesem Bild nicht gut sehen, er hat auch im Bereich des Halses massivste Lymphknotenschwellung gehabt, die ihm Mühe bereiteten mit Schlucken und beim Atmen. Diese Lymphdrüsenkonglomerate waren so groß, dass er seinen Kopf nicht mehr drehen konnte. Der Patient JD war einverstanden, dieses Medikament anzuwenden, das bei den Mäusen gewirkt hat. Er erhielt Infusionen von diesem Medikament und das führte dazu, dass die Lymphknotenschwellung rasch zurückging und nicht mehr nachweisbar war. Wir sehen hier einen schlanken Hals und auch die Lymphknotenpakete im Bereich der Achselhirn waren verschwunden. Der Patient konnte danach wieder schlucken und wieder gut atmen. Allerdings hielt die Wirkung dieses Medikamentes nur kurz an. Bereits nach 2 Monaten sind dann die Lymphdrüsen wieder gewachsen und führten schlussendlich zum Tode des Patienten. Das war der erste Einsatz von Chemotherapie, um eine Krebserkrankung zu behandeln. Seither hat man viele Fortschritte gemacht. Wir sehen hier die zeitliche Entwicklung der Therapie der Hodgkin-Erkrankung, wie sie unser Patient JD gehabt hat. Ich erläutere die Grafik. Hier auf dieser Achse sehen Sie die Zeit in Jahren.
Hier auf dieser Achse sehen Sie den Anteil der Patienten, die noch am Leben sind. Oben 1,0 entspricht 100%, 0,5 entspricht 50%, 0,1 entspricht 10%. Unbehandelt waren 50% der Patienten bereits nach einem Jahr an der Krankheit verstorben und nur ganz wenige lebten 5 Jahre oder länger. Wenn man diese Krankheit mit einem Medikament behandelt, zum Beispiel dieser Stickstoff-Lost-Abkömmling, wie es der Herr J.D. hatte, dann führte das zu einer Lebensverlängerung von wenigen Monaten. Unterdessen hat man gelernt, dass Tumoren rasch resistent werden, wenn man nur ein Medikament einsetzt. Unterdessen wird eine Kombination von 7 Medikamenten bei der Hodgkin-Erkrankung eingesetzt und damit ist es gelungen, einen großen Teil der Patienten mit dieser Krankheit zu heilen. Sie sehen, nach 7 Jahren sind noch fast 90% der Patienten mit dieser Krankheit am Leben. Das ist ein riesiger Fortschritt, der über diese Jahrzehnte erfolgt ist, wo Chemotherapie doch zu einer Heilung von Tumorkrankheiten führen kann. Das, was wir gesehen haben mit der Hodgkin-Erkrankung, ist ein besonders günstiges Beispiel. Viele Tumore sind nicht so chemotherapieempfindlich wie das Hodgkin-Lymphom. Jetzt schauen wir zusammen an, wie wirkt Chemotherapie, was sind die Mechanismen, die zum Tragen kommen. Dazu müssen wir zurückgehen in die Biologie. Sie mögen sich sicher erinnern in der Schule, dass Zellteilung stattfindet. Wir sehen hier ein Beispiel einer Zelle, die sich vorbereitet auf die Zellteilung und dann sich in 2 identische Tochterzellen aufteilt. Diese Form der Zellteilung, die nötig ist, um die Zellen gesund zu erhalten, die wird durch Chemotherapie gestört. Das ist die eine Möglichkeit, wie wir mit Chemotherapie Einfluss nehmen können auf Krebskrankheiten. Eine zweite Möglichkeit ist, die Zellregulation im Zellkern zu beeinflussen. Wir gehen da näher drauf ein. Um Chemotherapie gut zu verstehen, ist es wichtig, sich die DNA in Erinnerung zu rufen. DNA, das ist die Erbsubstanz. Wo finden wir die? Wir haben hier eine Zelle, das kann eine Tumorzelle oder eine gesunde Zelle sein. In der Mitte dieser Zelle ist der Zellkern. Und im Zellkern, der alle Stoffwechselvorgänge der Zelle organisiert, finden wir die Chromosomen, hier in Form von Xen. Diese bestehen aus DNA. Wir haben hier ein Chromosom, das vergrößert ist. Und dieses Chromosom besteht aus einem Strang, der aufgeknäuelt ist. Wenn wir den Strang weiter vergrößern, sehen wir, dass es sich um eine Doppelhelixstruktur handelt. Eine Helix ist eine Spirale. Und wenn wir diese Spirale näher anschauen, finden wir, dass die aufgebaut ist wie eine Leiter mit Leitersprossen. Und jede Sprosse entspricht einem Buchstaben, der die Information über die Zelle enthält, die ganze Information über Funktion und auch Struktur der Zelle. Die DNA muss abgelesen werden, damit sie funktionieren kann. Wir sehen hier wieder diese Spiralstruktur der DNA. Um abgelesen werden zu können, muss sich die DNA aufteilen. Dann wird hier jeder einzelne Buchstabe kopiert. Das gibt dann eine sogenannte Messenger-RNA. Diesen Begriff kennen Sie von der Covid-Impfung her. Das ist im Moment en vogue. Diese Messenger-RNA verlässt den Zellkern, geht in den Zellleib. Dort wird sie abgelesen von diesen dem Eiweißproduktionsfabriken. Jeder Code von 3 Buchstaben entspricht einer Aminosäure. Das ist hier ein schwarzes Pünktchen. Und wenn Aminosäuren in Ketten zusammengefügt werden, dann werden sie zu Eiweißen, die entweder Struktureiweiße sind, das heißt den Zellaufbau bewerkstelligen, oder aber Funktionseiweiße sind, die bestimmen, was die Zelle für Funktionen ausführen kann. Jetzt gehen wir zurück
zur DNA, wo können wir in diesen Ableseprozess der DNA eingreifen? Wir können einerseits ausnützen, dass die DNA aufgeteilt werden muss, um abgelesen werden zu können. Wenn es uns gelingt, mit Medikamente diese beiden Stränge der Spirale zu verkleben, dann kann die Information nicht abgelesen werden und die Zelle geht zugrunde. Oder wir können zweitens die Kopierenzyme, die im Zellinneren sind, hemmen, dass sie nicht mehr in der Lage sind, die Information, die auf der DNA und auf der Messenger-RNA vorhanden ist, in Eiweiße zu übersetzen. Und es gibt einen dritten Mechanismus. Es gibt Einbau falscher Teile in die Messenger-RNA. Wir haben vier Buchstaben, die das Alphabet der DNA der Zelle hat. Und es gibt ganz ähnliche Buchstaben, die fast genau gleich aussehen. Aber wenn sie statt diesen richtigen Buchstaben eingebaut werden, dann führen sie zu Fehlinformationen und ebenfalls zu Fehlfunktion der Zellen. Das heißt, es gibt Chemotherapien, die solchen Buchstaben entsprechen, die aber leicht abgeändert sind und dann die Zelle mit Fehlinformationen versorgen. Ich habe hier Beispiele für diese drei Mechanismen genannt. Das Verkleben der Stränge wird zum Beispiel durch die Chemotherapie-Medikamente Endoxan oder Cisplatin vorgenommen. Eine Störung der Kopierenzyme im Zellplasma wird durch das Medikament Adriamycin vorgenommen. Und die falschen Teile, die der Zelle angeboten werden, um die DNA abzulesen oder zu kopieren, werden durch die Medikamente Methotrexat, 5-FU, heißt auch Fluorouracil, oder Gemzar angewendet. Es gibt weitere Möglichkeiten, um in diesen DNA-Stoffwechsel einzugreifen. Wie Sie sehen, ist die DNA ganz schön aufgewickelt in telefonkabelartiger Manier. Wenn diese Aufwicklung nicht gut vorgenommen wird, dann führt das ebenfalls zu einer Schädigung des Zellkerns, was die Zelle nicht überleben kann. Für diese Aufwicklung der DNA sind Enzyme zuständig und diese Enzyme können wir hemmen mit Chemotherapie-Medikamenten. Zwei Beispiele für solche hemmenden Medikamente sind Camto und Vepesid. Jetzt gibt es noch einen anderen Weg, um in die Zellteilung einzugreifen. Ich habe hier noch einmal mikroskopische Bilder einer Zellteilung mitgebracht. Wir sehen oben eine Zelle mit dem Chromosomensatz in der Mitte aufgereiht. In der Vorbereitung auf die Zellteilung wird der Knäuel der Chromosomen aufgereiht in der Mitte der Zelle, wo jedes Chromosom einzeln zu liegen kommt. In einem nächsten Schritt werden die Chromosomen auseinandergezogen, sodass eine identische Kopie in der linken und in der rechten Hälfte der neu zu bildenden Zelle vorzuliegen kommt. Wenn dieses Auseinanderziehen der Chromosomen stattgefunden hat, dann kommt es zur Zellteilung und der Kreislauf kann von neuem beginnen. Was wir hier sehen mit den roten Fäden, das ist der sogenannte Spindelapparat. Diese feinen sogenannten Mikrotubuli, die packen die Chromosomen und ziehen sie auseinander. Und dieser Spindelapparat, der kann ebenfalls durch Chemotherapie-Medikamente geschädigt werden. Diese Medikamente heißen Spindelgifte, weil sie eben den Spindelapparat beeinflussen. Dort, wo Sie den roten Pfeil sehen, das sind einzelne Spindeln. Und wir sehen hier schematisch dargestellt noch einmal das Aufreihen der Chromosomen in der Mitte der Zelle und dann das Auseinanderziehen durch diese einzelnen Spindelfäden. Jetzt gibt es mehrere Medikamente, die diese Spindeln beeinträchtigen können. Das ist einerseits das Taxol und das Taxotere, andererseits Nalbuphine oder Oncovin und drittens Halaven. Interessant ist, dass diese
Medikamente alle ihren Ursprung in der Natur haben. Das Taxol und das Taxotere sind Medikamente, die aus der Eibe gewonnen werden. Das Taxol wird aus der Rinde der pazifischen Eibe gewonnen, das Taxotere aus Nadeln der europäischen Eibe. Und das Navelbin wird aus dem Madagaskar immergrün gewonnen. Und Halaven, das ist ein ganz interessantes Molekül, das stammt aus dem Meer. Das ist ein japanischer Meeresschwamm, den sehen wir links unten abgebildet. Da haben Wissenschaftler herausgefunden, dass dieser Meeresschwamm, ich gehe nochmal zurück, dass dieser Meeresschwamm eine Substanz enthält, die eben die Spindel von Zellen hemmt und so die Zellteilung unterbindet. Es gibt ein weiteres Medikament, das aus Tieren aus dem Meer gewonnen wird. Hier sind die sogenannten Manteltierchen, sehen Sie links unten abgebildet. Auch diese enthalten ein sehr komplexes Molekül, das extrahiert werden konnte, das nun ebenfalls als Chemotherapiemedikament angewendet wird, das ein Spindelgift ist. Jetzt haben wir verschiedene Mechanismen kennengelernt, wie Chemotherapie Zellen beeinflussen können. Wichtig zu wissen ist, dass nicht alle Mechanismen bei allen Tumoren wichtig sind. Es gibt Mechanismen, die bei einigen Tumoren wenig wirken oder gar nicht. Und umgekehrt ist es so, nicht all dieser Mechanismen stören gesunde Zellen gleich stark, weil die Stoffwechselvorgänge, die wir beeinflussen, die haben ja auch bei gesunden Zellen eine Bedeutung und wenn wir die hemmen, führt das zu Nebenwirkungen. Und aus diesen verschiedenen Mechanismen lässt sich ableiten, dass nicht alle Chemotherapiemedikamente die gleichen Nebenwirkungen mit sich bringen. Warum kann Chemotherapie überhaupt funktionieren? Der Grund ist der, dass Tumorzellen spezialisiert sind auf Zellteilung und nicht auf Reparatur. Gesunde Zellen können diese Schädigungen, die wir mit Chemotherapiemedikamenten verursachen, meistens gut reparieren. Die Tumorzellen hingegen können das weniger gut, sodass bereits weniger Chemotherapiekonzentration zum Absterben von Tumorzellen führt, während die gleiche Konzentration von gesunden Zellen repariert werden kann. Wir sehen hier ein Bild für Medikamentendosis auf dieser Achse und hier Prozent der abgetöteten Zellen. Rot sind Krebszellen. Und wir sehen, bei dieser Dosis ist bereits die Hälfte der Krebszellen abgestorben, währenddem nur ein ganz kleiner Prozentsatz von gesunden Zellen abgestorben ist. Dort, wo 50% der gesunden Zellen abgetötet würden, wären fast alle Tumorzellen zugrunde gegangen. Es ist natürlich nicht möglich, derart viele gesunde Zellen zu schädigen, sodass wir Medikamentenkonzentrationen wählen müssen, die in diesem Bereich liegen. Jetzt, da wir gesunde Zellen mitschädigen mit Chemotherapie, führt das zu den Nebenwirkungen, die gefürchtet sind. Um welche Nebenwirkungen geht es? Wir haben als eine mögliche Nebenwirkung Übelkeit und Erbrechen. Müdigkeit als mögliche Nebenwirkungen, wir haben gehäufte Infektionen als mögliche Nebenwirkungen, es gibt Haarausfall als Nebenwirkung, es kann Schleimhautentzündungen geben im Mund, es kann Schleimhautentzündungen geben im Darm mit Durchfällen. Und noch weitere Nebenwirkungen, auf die wir nachher eingehen. Wichtig ist, es ist fast nie so, dass ein Patient alle möglichen Nebenwirkungen einer Therapie erleidet. Und ebenfalls wichtig ist, wir haben nicht nur geforscht, neue Medikamente herauszufinden, die Tumorkrankheiten beeinflussen, sondern es wurde auch geforscht, Medikamente zu finden, die die Nebenwirkungen von Chemotherapie reduzieren. Und da sind große Fortschritte passiert. Hier sind nochmal die wichtigsten Nebenwirkungen von Chemotherapie aufgeführt. Alopezie steht für Haarausfall. Mukositis steht für Schleimhautentzündung im Mund, dann Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und
Gefürchtet ist die Myelosuppression, das heißt die Unterdrückung der Blutneubildung im Knochenmark. Das führt zur erhöhten Infektanfälligkeit, die wir kennen unter Chemotherapie. Dann gibt es Chemotherapien, die Muskelschmerzen machen können oder Gefühlsstörungen an den Fingern und Zehen durch Schädigung von kleinen Nervenendigungen. Es kann zu Sterilität kommen, es kann selten zu Blasenentzündungen kommen, es kann Lungen- oder Herzschädigungen geben, es kann Venenentzündungen geben und Nierenschädigungen. Beginnen wir mit der Übelkeit. Wichtig zu wissen ist, nicht alle Chemotherapien führen zu Übelkeit. Und auch nicht alle Patienten empfinden die Übelkeit gleich intensiv. Besonders wichtig ist, Übelkeit kann vorgebeugt werden und muss vorgebeugt werden. Es ist einfacher, Übelkeit wegzuhalten, als wenn sie einmal da ist, wegzubringen. Das heißt, es ist wichtig, dass Medikamente gegen Übelkeit eingenommen werden, bevor Übelkeit überhaupt vorliegt. Ich habe hier eine Liste der zurzeit zur Verfügung stehenden Medikamentengruppen gegen Übelkeit aufgeführt. Das Paspertin Motilium, das ist die unterste Therapielinie, das wird allen Patientinnen mit Chemotherapie abgegeben. Dann Fortecortin als nächste Therapielinie, Zofran, Navobon und Aloxi als noch stärkere Medikamente gegen die Übelkeit. Wenn das nicht genügen sollte, stehen Ement und Akinzeo zur Verfügung. Und wenn das nicht genügt, Zyprexa und Temesta. Wichtig ist, dass je nach Chemotherapieregime die Medikamente vorbeugend eingenommen werden und ganz zuverlässig nach Fahrplan, nicht wartend, bis Übelkeit da ist. Mit diesen Regimes ist es in vielen Fällen möglich, die Übelkeit ganz wegzuhalten. Ich habe hier eine Zeichnung mitgebracht, warum es überhaupt zu Übelkeit kommt. Wir sehen hier ein Bild des Hirns. Hier der Hirnstamm und hier das Kleinhirn. Hier ist der Hirnstamm noch einmal abgebildet und da im Hirnstamm gibt es ein Brechzentrum. Dieses Brechzentrum hat als Aufgabe, das Blut, das durch das Brechzentrum hindurchfließt, zu untersuchen, ob darin gefährliche Substanzen sind. Wenn gefährliche Substanzen da sind, dann gibt das Brechzentrum dem Magen das Signal, er soll sich entleeren. Dieser Mechanismus schützte den Menschen zu Zeiten, als er noch nicht seine Nahrungsmittel in Migros oder Coop einkaufen konnte, sondern sie in freier Wildbahn gesucht hat und dort auch einmal giftige Pilze oder verschimmelte Nahrungsmittel zu sich nahm. Und wenn er solche Nahrungsmittel zu sich nahm, dann gelangte mit dem Blut relativ rasch Botenstoffe zu diesem Brechzentrum, das dem Magen meldete, das, was du jetzt aufgenommen hast, das ist potenziell gefährlich, du sollst dich entleeren, das führte zum Erbrechen. Und das machte Sinn. Bei Chemotherapiemedikamenten ist das nicht sinnvoll, weil die Medikamente ja meistens über die Vene verabreicht werden und wenn sich der Magen entleert, dann wird dieses Medikament in der Dosis nicht reduziert. Das heißt, es ist wichtig, diesen Kreislauf zwischen Information an das Brechzentrum und Information des Brechzentrums an den Magen, du sollst dich entleeren, zu unterbrechen. Und genau das machen diese Medikamente. Und sie machen das erfolgreich mit den heute üblichen Kombinationen von mehreren Medikamenten gegen Übelkeit, kann man auch bei stark übelkeitsinduzierenden Chemotherapien bei vielen Fällen verhindern, dass Übelkeit auftritt. Das Medikament, das überhaupt am meisten Übelkeit verursacht, ist Cisplatin. Und wir sehen, wenn wir eine heutige moderne Kombination gegen Übelkeit einsetzen, das ist Ement, Aloxi und Dexamethason plus Olanzapin, dann haben wir nach 120 Stunden, das heißt nach 5 Tagen, immer noch etwa 80% der Patientinnen, die kein Erbrechen hatten. Ohne diese Medikamente müssen praktisch alle Patienten mit dieser
Therapie erbrechen. Das heißt, das ist ein riesiger Fortschritt, wenn man diese Medikamente auch einnimmt. Was hilft außer diesen vorbeugenden Medikamenten? Es hilft, wenn man keinen ganz leeren Magen hat und mehrmals pro Tag kleine Mahlzeiten einnimmt. Man soll sich mit angenehmen Düften umgeben und wenn man erbrechen musste, dann schonend wieder beginnen, zuerst mit Flüssigkeiten, dann mit leichter Kost. Es gibt außerdem Entspannungsübungen, die helfen kann, Übelkeit zu überwinden. Dann kommen wir zur nächsten relativ gefürchteten Nebenwirkung, das ist Haarausfall. Wichtig ist, nicht alle Chemotherapien führen zu Haarausfall. Ihr Arzt wird Ihnen sagen, wenn Haarausfall zu erwarten ist, dass Sie sich vorbereiten können. Er wird Ihnen aber auch sagen, wenn Sie nicht mit Haarausfall rechnen müssen. Bei einigen Chemotherapien können wir den Haarausfall vorbeugen, indem wir die Kopfhaut während der Verabreichung der Chemotherapie abkühlen. Durch das Abkühlen wird die Durchblutung der Haarwurzeln reduziert und die Haarwurzeln werden so von der Durchblutung mit chemotherapiehaltigem Blut verschont. Das wirkt dann, wenn die Konzentration des Chemotherapiemedikamentes genügend kurz hoch ist und es rasch über Niere ausgeschieden wird oder über Leber abgebaut ist. Wenn ein Medikament hingegen 2-3 Tage Halbwertszeit hat, dann ist es nicht möglich, so lange den Kopf zu kühlen. Das ist der Grund, warum nicht bei allen Medikamenten eine Kopfkühlung angewendet werden kann. Wir sehen hier rechts eine Eishaube, die enthält ein Gel, die im Tiefkühler auf minus 20 Grad gekühlt wird, was relativ unangenehm sein kann. Und während der Chemotherapie muss diese Haube 2-3 Mal gewechselt werden, damit die Kälte erhalten bleibt. Es gibt eine modernere Methode, das ist der sogenannte Scalp Cooler. Da ist nicht ein Beutel mit diesem Gel, sondern ist ein Schlauchsystem, das man auf den Kopf legt. Dieses Schlauchsystem ist angeschlossen an einen Kühler, der dauernd kalte Flüssigkeit durch dieses Schlauchsystem durchführt und so die Kopfhaut kontinuierlich kühlt auf minus 5 Grad. Das ist weniger unangenehm als die minus 20 Grad, die mit der konventionellen Eishaube angewendet werden und es ist erst noch etwas wirksamer, weil die Kühlung kontinuierlich ist. Wichtig ist, chemotherapiebedingter Haarausfall ist immer vorübergehend. Wenn die Chemotherapie abgeschlossen ist, beginnen die Haare etwa einen Monat später wieder zu sprießen und wachsen dann mit etwa 1 Zentimeter pro Monat. Diese Phase, bis die Haare wieder zu wachsen beginnen, kann man überbrücken, sei dies mit einer Perücke, sei es mit anderen Formen von Kopfbedeckungen, da werden Sie durch die Pflegefachkräfte beraten, was zu Ihnen passt. Eine weitere mögliche Nebenwirkung ist eben Fieber in Abwehrschwäche. Da Chemotherapie recht häufig die Blutneubildung im Knochenmark hemmt, was vor allem die weißen Blutkörperchen betrifft, gibt es Phasen während der Chemotherapie, wo die Zahl der weißen Blutkörperchen absinkt. Wir sehen hier einen typischen Verlauf der Zahl von weißen Blutkörperchen von 2 oder mit anderen Maßeinheiten 2000 absinken bis auf unter 0,5 oder mit der anderen Maßeinheit unter 500. Und dieses Absinken ist am tiefsten nach etwa einer Woche und häufig auch noch in der zweiten Woche. Dann steigen die weißen Blutkörperchen wieder an und sobald sie erholt sind, kann der nächste Zyklus begonnen werden, was wiederum zu einem Abführen der weißen Blutkörperchen führen wird. Wenn die weißen Blutkörperchen eine Limite unterschreiten, das ist meistens diese 0,5, dann ist die Infektionsgefahr deutlich erhöht und dann kann eine Infektion auch gefährlich sein, weil weniger Abwehrkräfte zur Verfügung stehen. Darum ist wichtig, dass man Fieber während einer Chemotherapie ernst nimmt. Sie sehen hier, Fieber kann ein Alarmzeichen sein. Wenn man Fieber über 38 Grad hat, muss man sich beim behandelnden Arzt melden, damit rasch Antibiotika begonnen werden können.
Ich habe es hier noch einmal aufgeschrieben. Fieber in Abwehrschwäche ist ein Notfall. Es ist wichtig, innerhalb von wenigen Stunden bei Fieber und der Chemotherapie mit Antibiotika zu beginnen. Häufig sind das Antibiotika, die man als Infusionen gibt. Selten kommen auch Antibiotika als Tabletten in Frage. Es gibt eine Möglichkeit, das Absinken der weißen Blutkörperchen zu beschränken. Das sind mit sogenannten Wachstumsfaktoren, die man unter die Haut spritzt. Das können entweder täglich zu verabreichende Spritzen sein oder Spritzen, die nur einmal pro Zyklus zur Anwendung kommen müssen. Diese führen dazu, dass die noch vorhandenen weißen Blutkörperchen stimuliert werden und rascher aus dem Knochenmark mobilisiert werden, sodass wir nur kurz oder wenn wir sogar gar keine Phase der Abwehrschwäche haben. Das ist eine weitere gefürchtete Nebenwirkung, die sogenannten Paravasate. Wenn die Chemotherapie-Medikamente während der Infusion neben die Vene gelangen, kann das zu einer schweren Hautschädigung führen. Das ist zum Glück nur bei wenigen Chemotherapie-Medikamenten ein Problem. Das sind die, die ich links aufgeführt habe. Das ist das Adriamycin, das Epirubicin und das Oncobin und das Nalbuphine. Es ist wichtig, dass diese Ereignisse vermieden werden. Das kann man einerseits dadurch, indem gute Infusionen gelegt werden. Und falls es während der Infusion brennt, der Patient sich unverzüglich meldet. Wenn nur wenige Tropfen der Chemotherapie neben die Vene gelangen, dann führt das nicht zu einer Hautschädigung. Wenn aber ein großer Teil der Infusionsflasche in das Unterhautgewebe gelangt, dann führt das zu diesem Resultat, was wir hier sehen, was lange schmerzhaft sein wird. Eine weitere Möglichkeit, diesen Paravasaten vorzubeugen, ist, wenn man bei schlechten Venenverhältnissen einen sogenannten Portacat einsetzt. Der Portacat ist ein kleines Kästchen von etwa 2 cm Durchmesser, das unter die Haut eingelegt wird, unter dem rechten Schlüsselbein in der Regel. Es kann auch unter dem linken sein, aber typischerweise ist es unter dem rechten. Dieses Kästchen kann senkrecht durch die Haut angestochen werden und hat hier eine Silikonmembran, die den Blutzufluss abschließt. Diese Membran ist einfach zu treffen und das ist ein sicherer Zugang, mit dem zuverlässig die Paravasate vermieden werden können. Eine weitere mögliche Nebenwirkung sind Schleimhautentzündungen, die zum Glück selten so intensiv sind, wie wir sie in diesem Bild sehen, auf der linken Seite der Zunge oder hier auf der Wange. Die Schleimhautentzündung ist in der Regel nur wenige Tage ausgeprägt vorhanden, kann dann aber derart schmerzhaft sein, dass Essen und Trinken schwierig ist. Wenn das auftritt, muss im nächsten Chemotherapiezyklus die Dosis so reduziert werden, dass das nicht mehr vorkommt. Es gibt Medikamente, die die Hörfähigkeit beeinträchtigen können. Das betrifft in erster Linie das Cisplatin. Wir sehen hier eine Hörkurve mit den Frequenzen, die den Patienten angeboten werden. Und wenn eine Cisplatin-Hörschädigung auftritt, dann sind die hohen Frequenzen zwischen 4000 und 800 Hertz, die man weniger gut hört. Es gibt auch Medikamente, die die Nagelneubildung schädigen können. Das sind vor allem die Eibenmedikamente, das Taxol und Taxotere. Wir sehen hier solche geschädigten Nägel, die können sich verfärben, können sich aber auch ablösen. Das Ablösen kann schmerzhaft sein. Relativ häufig sehen wir auch bei anderen Medikamenten solche Ringe. Jeder Zyklus hinterlässt einen solchen Ring. Diese Ringe wachsen sich wieder aus. Auch die hier abgelösten Nägel werden ersetzt. Allerdings braucht es etwa 6 Monate, bis ein ausgefallener Nagel wieder ganz nachgewachsen ist. Chemotherapie bei jungen Patienten kann die Fruchtbarkeit vermindern. Es gibt Möglichkeiten, um fruchtbarkeitserhaltende Maßnahmen zu treffen, sei das das Einfrieren von Eizellen oder auch von Spermien. Auch da wird Sie Ihr Arzt beraten, wenn Sie im fruchtbaren Alter sind und Ihre Familienplanung noch nicht abgeschlossen haben. Ich gehe da wieder zurück. Eine Nebenwirkung, die auf den ersten Blick nicht so schwierig erscheint,
ist aber etwas, was viele Patientinnen plagt. Das ist die Fatigue oder Müdigkeit. Das ist nicht die Müdigkeit, die wir nach einem strengen Arbeitstag empfinden, sondern es ist eine bleierne Müdigkeit. Es sind reduzierte Energiereserven. Man mag einfach nicht aufstehen, nichts unternehmen. Das kann sehr belastend sein. Und das ist eine häufige Nebenwirkung von Chemotherapie. Etwa 80% aller Patienten berichten darüber. Glücklicherweise verschwindet diese Fatigue bei den meisten Patientinnen nach einigen Wochen. Es gibt aber auch Patienten, wo das anhaltend bleibt und eine Schwierigkeit darstellt. Was sich am meisten bewährt hat gegen dieses Fatigue, ist körperliches Training. Und es gibt Untersuchungen, welche Trainingsarten am besten die Müdigkeit reduzieren. Das ist aerobes Training mit Joggen, Walken, Radfahren und Schwimmen. Das heißt mit anderen Worten, Ausdauertraining ist erwünscht, auch während der Chemotherapie. Das kann die Fatigue am besten reduzieren. Jetzt noch zur Frage, warum setzen wir häufig Polychemotherapie ein, das heißt mehrere Medikamente gleichzeitig, weil wir damit die Nebenwirkungen streuen können. Wir sehen hier ein Vier-Medikamenten-Regime, COPP. Jedes dieser Medikamente trägt einen Viertel zur Tumorwirkung bei. Das heißt, wenn wir die vier Medikamente anwenden, haben wir eine volle Antitumorwirkung, aber wir streuen die Nebenwirkungen. Dieses C-Medikament hat eine Nebenwirkung auf das Knochenmark, aber keine auf Nerven und Blutzucker. Dieses O-Medikament wirkt nicht auf das Knochenmark, aber auf die Nerven. Dieses P-Medikament wirkt auch auf das Knochenmark, aber nicht auf die Nerven, nicht auf den Zucker. Und dieses P-Medikament führt zu Blutzuckererhöhung. Das heißt, wir haben von jedem Medikament, das wir in relativ tiefer Dosis können, ein bisschen Nebenwirkungen, aber zusammengezählt die totale Wirkung auf den Tumor. Das ist der Grund, warum wir Kombinationschemotherapie geben in der Regel. Wir haben mehr Wirkung durch Synergie zwischen den Medikamenten und können ein relativ günstiges Nebenwirkungsprofil erreichen, indem wir die Nebenwirkung streuen. Jetzt kommen wir zum Thema, was ist denn der Nutzen von Chemotherapie? Warum sollen wir überhaupt diese Nebenwirkungen auf uns nehmen? Chemotherapie kann zu verschiedenen Zeitpunkten im Verlauf der Krankheit eingesetzt werden. Wir können es vor der Operation einsetzen, dann ist sie neoadjuvant. Wir können es nach einer Krebsoperation einsetzen, adjuvant. Oder wenn Metastasen vorliegen, können wir es palliativ einsetzen. Ganz selten kann Chemotherapie auch ohne Operation zur Heilung eines Tumors führen, wie wir es beim Hodgkin-Lymphom beim Herrn J.D. gesehen haben. Wir unterscheiden zwei grundsätzlich verschiedene Stadien vom Tumor. Einerseits ein kuratives Stadium, wenn nur ein Organ, hier die Brust, und die umgebenden Lymphknoten befallen sind. Und ein palliatives Stadium einer Tumorerkrankung geht dann vor, wenn Metastasen vorliegen, das heißt Ableger einerseits, sei das in Leber oder hier im Hirn. Warum wenden wir häufig nach Operationen Chemotherapie an, um Rückfälle zu verhindern? Das geht zurück auf diesen Herrn Hallstedt. Der Herr Hallstedt war ein Chirurge, der viele Frauen mit Brustkrebs behandelt hat und hat gesehen, auch wenn ich die operieren, sterben viele wenige Jahre später an Metastasen des Brustkrebs. Und hat sich überlegt, wenn ich besser operiere, dann kann ich vielleicht mehr Rückfälle verhindern. Und das war sein Modell. Wir haben hier den Tumor in der Brust und er dachte, dieser Tumor metastasiert in die Lymphknoten in der Achselhöhle. Wenn diese gefüllt sind, metastasieren sie weiter in die Lymphknoten unterhalb des Schlüsselbeins. Und wenn diese Lymphknoten auch gefüllt sind, dann führt das zu Metastasierung in die Organe. Und er hat sich überlegt, wenn ich in dem Fall den Tumor in der Brust und alle diese Lymphknoten entferne, dann kann ich vielleicht Metastasen verhindern. Das hat er gemacht mit einer ganz ausgedehnten Operation, die nach ihm benannt wurde, die Hallstedt-Operation. Er hat die ganze Brustdrüse entfernt, den Muskel hinter der Brust und Lymphknoten bis da an den Hals hoch, alles entfernt. Das führt zu diesem Bild, wo man die Rippen durch die Haut durchschimmern sieht.
Das hat dazu geführt, dass tatsächlich fast keine Rückfälle im Bereich der Brustwand und der Lymphknoten stattgefunden haben. Aber diese Patientin hat nicht besser gelebt, nicht länger gelebt, als wenn er weniger intensiv operiert hat. Das heißt, sein Konzept mit den Lymphknotenfilterstationen, die man entfernen muss, stimmt vielleicht gar nicht. Der Herr Veronesi aus Mailand hat diesen Gedanken weitergeführt und er hatte eine Untersuchung gemacht, in den Patientin so intensiv operiert, wie es der Herr Hallstedt gemacht hat, oder nur den Tumor in der Brust entfernt, aber dafür noch eine Bestrahlung dieser Brust angefügt. Und hat die Patientin per Losentscheid der einen oder anderen Gruppe zugeführt und geschaut, was passiert ist. Und hat gesehen, das Überleben ist für beide Therapiegruppen genau gleich gut. Wir haben hier die Prozent Überlebenswahrscheinlichkeit, hier Jahre, Hallstedt, das war die intensive Operation, und gepunktet seine weniger intensive Operation mit Bestrahlung, Überleben gleich gut. Das heißt, das Konzept, dass möglichst viele Lymphknoten entfernt werden müssen, ist falsch. Er hat dann ein neues Konzept entworfen, hat gesagt, zum gleichen Zeitpunkt, wo Lymphknoten befallen werden, finden bereits auch Metastasierungen in die Gewebe statt. Und er hat dann postuliert, wenn man nach der Operation Chemotherapie gibt, dann rottet man solche Mikrometastasen, die man noch nicht sehen kann, aus und verbessert so die Prognose der Patientin. Das hat man dann auch gemacht. Wieder ein klinischer Untersuch. Patienten, die mit Brustkrebs operiert worden sind, haben entweder ein Jahr lang Chemotherapie erhalten oder keine Chemotherapie. Und man sieht, dass die Patientin mit Chemotherapie hier rot deutlich häufiger noch am Leben waren, nach 15 und auch nach 30 Jahren, als solche, die keine Chemotherapie erhalten. Das heißt, das Konzept mit den Mikrometastasen stimmt. Und das ist der Grund, warum man Chemotherapie nach der Operation gibt, um Rückfälle zu verhindern und die Metastasierung zu reduzieren. Jetzt gibt es aber die Situation, wo gar keine Heilung mehr möglich ist, weil bereits Metastasen vorliegen. Wenn das der Fall ist, dann kann Chemotherapie angewendet werden, um die Beschwerden, die der Tumor verursacht, zu lindern oder Komplikationen, die drohen, zu verhindern und auch um das Leben zu verlängern, indem der Tumor gehindert wird, rasch andere Organe zu zerstören. In dieser Situation ist es besonders wichtig, die Wirkung mit der Nebenwirkung abzugleichen. Und Wirkung wieder, Nutzen gleich Wirkung und Schaden gleich Nebenwirkung. Ich habe hier ein Schema für einen Verlauf der Lebensqualität einer Tumorerkrankung ohne Therapie. Die Zeit, das ist keine fixe Zeiteinheit, es geht hier nicht um Jahre oder um Monate oder um Wochen, sondern es geht einfach darum, mit dem Verlauf der Zeit nimmt die Lebensqualität ab, wenn man eine Tumorerkrankung nicht behandelt, weil der Tumor immer mehr Beschwerden verursacht. Wenn wir eine kurative Behandlung vornehmen, wie wir eine Chemotherapie nach einer Operation beim Mammakarzinom anwenden, dann führt das vorübergehend zu einer Verschlechterung der Lebensqualität durch die Nebenwirkungen der Chemotherapie. Von denen erholt sich die Patientin aber, und da sie geheilt ist, hat sie danach wieder eine vollständige erholte Lebensqualität im Gegensatz zu der Patientin, die nicht behandelt ist oder nicht geheilt ist, wo der Tumor immer mehr Beschwerden verursacht. Wenn wir eine Erkrankung haben, die nicht geheilt werden kann, dann können wir nicht so viele Nebenwirkungen in Kauf nehmen wie in der adjuvanten Situation. Dann darf die Chemotherapie nur geringfügige Nebenwirkungen machen und durch die Verzögerung der Progression des Fortschreitens der Erkrankung, durch das Verzögern des Auftretens von Tumorbeschwerden, gewinnt die Patientin wieder an Lebensqualität. Schlussendlich wird der Tumor aber wachsen und auch die Lebensqualität wieder einschränken. Aber unter dem Strich haben wir diesen Bereich an Lebensqualität gewonnen durch eine gute palliative Therapie. Wenn wir eine schlechte palliative Therapie machen, die einerseits Nebenwirkungen verursacht, aber den Tumor nicht beeinflusst, wie hier das grüne Beispiel, dann verlieren wir Lebensqualität, weil wir Nebenwirkungen haben ohne Wirkung. Das sollte man natürlich nicht tun.
Des Weiteren gilt, wenn man Chemotherapie anwendet, braucht es unbedingt Supportivtherapie. Supportivtherapie heißt eine Behandlung, die Nebenwirkungen vorbeugt oder behandelt. Nur so können wir zu einem günstigen Verhältnis zwischen Wirkung und Nebenwirkung kommen. Ich fasse zusammen. Die meisten Krebsarten können unterdessen medikamentös beeinflusst werden, aber nur wenige durch Medikamente allein geheilt. Alle Chemotherapien haben Nebenwirkungen. Das Behandlungsziel bestimmt das akzeptable Ausmaß der Nebenwirkungen. Und ganz wichtig, die meisten Nebenwirkungen können durch Vorbeugung oder Behandlung auf ein erträgliches Maß gelindert werden. Somit komme ich zum Schluss. Chemotherapie, falls sie richtig eingesetzt wird, ja, dann bringt sie mehr Nutzen als Schaden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.